So, und im Zuge meiner Recherchen zur Unterauswahl 2017 ist mir natürlich das Ding von Theresa May aufgefallen. Und da musste ich doch gleich daran denken, an eine Sache, die ich einfach nicht machen konnte. Aus Zeitgründen bisher. Ein Bericht über Joachim Herrmann. Und der, weil das so, das passt so wunderbar eigentlich. Ja, was will Herr Herrmann? Herr Herrmann möchte gerne, dass der Verfassungsschutz jetzt auch minderjährige Kinder überwachen darf. Er sagt sogar, das hat er tatsächlich gesagt, ne, wir in Bayern machen das schon lange so, ich hoffe, dass das jetzt alle anderen jetzt auch mal machen. Dürfen zwar eigentlich nicht, aber wir Bayern machen das ja sowieso schon. Dann Theresa May meint halt, ich habe sowohl den Artikel natürlich mit Herrmann als auch das Video von Theresa May. Sagt im Zuge, versucht jetzt im Grunde genommen ihren Wahlkampf wieder zu beleben, der ja total eingeschlafen ist. Und sie nutzt jetzt im Grunde genommen diesen Terroranschlag in London und sagt: Also, wenn uns die Menschenrechte im Weg sind bei der Bekämpfung des Terrors, dann müssen die Menschenrechte eben abgeschafft werden. Okay. So, der Erste, der Beifall klatschen würde, wäre eben Joachim Herrmann, Innenminister der CSU und Spitzenkandidat der CSU für den Bundestagswahlkampf. Kinder sind in Deutschland besonders geschützt, auch durchs Grundgesetz sogar. Und die Konservativen sind die Ersten, die dann, Kinder sind unser höchstes Gut. Nur extremistische Kinder natürlich nicht. Es haben Kinder schon die schwersten Straftaten und Gewalttaten begangen. Das möchte ich, also mir ist nichts bekannt davon, dass in Deutschland irgendwelche Terroranschläge gemacht hatten. Also Kinder meine ich tatsächlich Menschen, Kinder unter 12 hier, ne? Minderjährige Kinder. Das behauptet er einfach so. Da muss der Staat konsequent handeln. Der Staat muss vor allen Dingen konsequent handeln, indem mal der Verfassungsschutz sich mal tatsächlich mal um die CSU kümmert. Diese rechtsextreme Partei, die anscheinend tatsächlich unsere freiheitliche Grundordnung abschaffen möchte. Die Errungenschaften, die wir seit der Aufklärung gemacht haben und dass die uns vor allen Dingen unterscheidet von Terroristen. Dass hier einfach Grundrechte gewahrt sind, das unterscheidet uns von Terroristen. Und genau sowas möchte dieser Herr Herrmann abschaffen. So genau sowas möchte die CSU abschaffen und sowas möchten auch große Teile innerhalb der CDU abschaffen. Das meine ich todernst. Jürgen Herrmann möchte die freiheitliche, demokratische Grundordnung in Deutschland abschaffen. Und der gehört unter Beobachtung. Das ist kein Spaß. Ehrlich nicht.